Tatsächlich sieht man hier kaum noch ein Bild von Hering. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Hier ist ein Brief angekommen, komm aufs Dach, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß nicht, von wem er ist, soll ich trotzdem aufs Dach, was meinst du? Ja, geh. Klar, dich interessiert es sicher auch, von wem der Brief sein könnte. Wir wissen ja schon so ungefähr, was da wohl passiert. So ungefähr zumindest. Mal gucken, wer diesmal... Das ist Tim, oder? Oder Mo? Ich habe die ganze Nacht an nichts anderes gedacht als diesen Witz. Wie findest du ihn? Wenn er den Witz jetzt noch gesagt hätte. Vielleicht durften wir ihn aber auch nicht hören. Wer war denn das? Und was soll ich hiermit los? Egal, Hauptsache ich war da und die Neugier ist erst einmal befriedigt. Das war natürlich doch Tim. Die Brille hat mich nur irritiert, aber das gehörte ja zu seiner Tarnung. Draußen ist es so heiß, da gehe ich am liebsten erst nach Sonnenuntergang aus. Das kann ich wiederum irgendwie verstehen. Okay, guck mal, ich habe hier noch ganz viel Zucchini, ich weiß gar nicht wohin damit. Die müssen wir endlich mal weg loswerden hier, damit sie, also, die werden sonst schlecht oder so, glaube ich. Das wäre natürlich auch irgendwie nochmal was, eine nette kleine Komponente. Lust auf ein Spielchen. Wenn das ganze Essen, was ich kaufe, nach einer gewissen Zeit auch noch verderben würde. Das ist ein Röhrenfernseher. Das habe ich irgendwie gesehen. Das ist ein Paar. Solo-Bildersuche ist natürlich sehr entspannt. Das sind einige Hähnchenteile. Das ist Schnubbi. Das ist ein Paar. Weil man... Das ist ein Paar. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier gewinnt, ist eigentlich relativ groß. Deswegen bin ich irgendwie zufrieden damit. Glückwunsch! Yay! Gut, Windspiel erhalten. Komm, jetzt bist du aber noch nicht satt. Jetzt versuchen wir hier bei dir auch nochmal das nächste Level zu erreichen. Mit einem wunderschönen Biskuitkuchen. Das fand er echt lecker. Aber nicht so gut wie Grapefruit, Avocado und Zucchini. Okay. Gut, was möchte denn Erkandor haben? Erkandor ist ganz klar der Typ, der erstmal einen Laptop benötigt, ne? Wie gesagt, bisschen auf die Außenwelt zugreifen und so. Es kann ja nie schaden. Und dann bei Zeiten besorgen wir ihm mal irgendwelche Bücher, Fantasy-Bücher. Für seine Pen-and-Paper-Runden. Der Weihnachtsmann und seine Waage. Ob er mit dem zufrieden ist, was er da sieht? Oder eher nicht. Wer weiß das schon so genau? Hallo, Mo. Hat er gerade telefoniert? Oder war das nur so? Hallihallo, schön dich zu sehen. Er hat seine Hand so komisch ans Ohr gehalten, deswegen... Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Nein, das kann ich ja überhaupt gar nicht verstehen. Also, du siehst doch so toll aus in deinem... Hamsterkostüm. Tennis-Outfit? Arztkittel? Nee. Wir kaufen dir mal was Neues. Oh, hi, Michael. Blues-Rock-Kombi. Nein, warum ist die denn neu? Ach so, nee, weil wir in unserem Katalog sind. Kampfstock-Kostüm, Anzug. Hinterlass mit dieser Kombi aus Anzug und Krawatte Eindruck im Büro. Nee, der gute Mo ist mehr so einer Jogging-Anzug-Hemd-Shorts-Kombi. Ey, ich weiß nicht, was Mo so trägt. Klassik-Hemd? Ein Klassiker der Herrenmode, der an keiner Garderobe fehlen sollte. Oder so eine tolle, schnuckelige Strickjacke. Hat irgendwie was, oder? Finde ich persönlich. Kann man durchaus irgendwie so tragen. Vielen Dank. Kein Problem. Warum hast du so eine verdammt hohe Stimme, Michael? Na gut. Wir alle wissen warum. Jetzt sieht er total fesch aus. Es gefällt ihm ziemlich gut. Der kleine Schnuckelmo. Und das erste Mal über 1000 Euro. Wow. Gut. Okay, Mo, was brauchst du denn noch? Du brauchst ganz eindeutig noch eine Wii U-Konsole. Ich schenke denen allen irgendwie Konsolen und Handheld-Systeme. Das ist toll.
Eilmeldung, weil ich das erste Mal über 1000 Euro erreicht habe, oder was? Eilmeldung. Es gibt wunderbare Neuigkeiten. Dem Ebenbild von Hering ist es gelungen, viele Mietprobleme auf Fischteich zu lösen. Die Zahl der gelösten Probleme beträgt nun 100. Zurzeit findet im Fischteichzentrum eine Feier zur Würdigung dieser Leistung statt. Das sehen wir uns mal an, oder? Wir danken dir sehr herzlich, Ebenbild von Hering. Du hast ganze 100 Probleme der Bewohner von Fischteich gelöst. In Anerkennung deiner Verdienste überreichen wir dir diese Urkunde, Anwohnervorstand Ruin. Danke fürs Zuschauen. Johannes ist Anwohnervorstand, auch interessant. Okay, ja, freut mich, Leute. Also, quasi gesehen, kein Problem, ne? Ich habe gerne eure Probleme gelöst. Wobei mich mal interessieren würde, was müssen wir denn für die anderen Dinge hier noch tun? Erforderlich Bewohner heiraten. Erforderlich, ein Reisender stellt auf der Insel sein Zelt auf. Oder ein Kind von der Insel wird auf Reisen geschickt. Erforderlich, Foto gemacht vom Zimmer eines Bewohners. Foto gemacht vom Zimmer eines Bewohners? Inwiefern? Jetzt einfach nur, indem ich dann X-Knopf drücke, oder was? Ich glaube, Klaus fährt da. Oder war das Hellnagel? Ich bin mir nicht sicher. In jedem Fall hat da jemand Spaß. Okay. So. Es sieht so aus, als ob nur noch eine Person ein Problem hätte. Und das ist Juri. Ja, dich hatten wir auch noch gar nicht gesehen. Es sind zu viele Leute hier. Mein Name ist Juri. Ich bin mehr so die große Schwester. Oh, das ist toll, Juri. Das hier habe ich gefunden. Nanu, auf der Rückseite ist Emma eingraviert. Willst du es nicht lieber an Emma zurückgeben? Ja, ja. Gib her. Du hast es tatsächlich gefunden. Danke, du bist echt der Größte. Noch kein Problem. Juri hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Ein großer Edelstein? Aber gut. Wir fragen nicht weiter nach. Solange es Emma gut geht, geht es uns auch gut. So, und was können wir Emma jetzt noch irgendwie besorgen? Wie wär's denn zum Beispiel mit einem total tollen Yoga-Leitfaden? Ich habe mal irgendwo gelesen, Emma Watson ist ausgebildete Yoga-Lehrerin oder irgendwie sowas. Also sie hat dementsprechend irgendwie eine Ausbildung gemacht dafür, keine Ahnung. Deswegen bietet sich das irgendwie an der Stelle, glaube ich, an. Und ein kleines Dankeschön. Dann kann sie voll yogamäßig auch noch hier loslegen. Und sie schenkt uns noch ein nettes kleines Badeset. Dankeschön. Oh ja. Emma ist froh und glücklich. Und Superfest guckt, ist nicht froh und glücklich. Also los mit dir. Guten Tag. Hi. Ich brauche einen neuen Hut. Okay. Wenn du einen neuen Hut möchtest, dann drehe ich dir jetzt Lederkappe an. So, selbst schuld. Nimm dies! Das passt zu deinen schwarzen Klamotten. Hoffe ich, denke ich. Es gefällt ihm ziemlich gut. Okay. Ja, na dann. Nichts verkehrt gemacht. Gut, das war's, ja? Okay, tschüss. Mensch. Okay, und dann haben wir jetzt für den Moment tatsächlich mal alle Probleme hier gelöst oder so. Schnubbi ist im Vergnügungspark, Lou ist hier... Obama ist hier, Kim ist hier, ja, ja. Und mittlerweile verstehen die sich wirklich alle prima oder so, beziehungsweise sind alle wirklich wunderbar beschäftigt. Das ist echt super, wenn man die Bewohner jetzt eben so nach und nach beobachten kann, mehr beobachten kann, weil sie eben auch mehr und mehr verschiedene Aktivitäten durchführen können. Das macht das Ganze nochmal eine Spur interessanter irgendwie. Okay. Ja. Da hat wieder jemand den, wir sind geschrumpft und verstecken uns hinter Gegenständen. Traum. Wow. Aber ist in Ordnung. Oh. Hamsterkostüm. Stimmt, dafür gab es ja immer das Hamsterkostüm. Hallihallo, schön dich zu sehen. Ja, finde ich auch schön und so. Und tschüss, quasi. Also, naja, bist schon mehr oder weniger wunschlos glücklich. Ich war jetzt bestimmt bei... Johannes ist bei Hering zu Besuch. Ah, wir spielen ein bisschen Wii U, natürlich.
Also, ich spiele Wii U und Johannes guckt zu. Kann man mal so machen, finde ich. Pikachu spielt mit dem 3DS und Erkandor Zitrone ist im Vergnügungspark. Maxi hat mal wieder Lust zu spielen. Magst du etwas spielen? Ja, können wir mal machen, Maxi. Mist! Sie hat mich ausgetrickst! Nein, nein, nein! Sie ist zu gut. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja? Ja, da wäre ich sehr dafür. Gut, Klopapierrolle erhalten. Okay. Ich würde mal sagen, zum Abschluss der heutigen Sitzung... Oh, kleine süße Katze, putschi, 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 puh. Zum Abschluss der heutigen Sitzung gehen wir dann jetzt nochmal in die Konzerthalle und gucken wir uns mal an, was der Hering jetzt mittlerweile alles so gelernt hat. Er kann ja leider immer noch nur solo singen, aber was soll's. Und ja, was hören wir uns denn jetzt an? Also Rock hatte ich euch ja gezeigt. Ja, Rocker müssen schnupsen. Gut, kennen wir alles. Aber was ich neu gestaltet habe, ist zum einen die Ballade, die ich mit Flieg mit mir um die Welt verfeinert habe. Das Lied aus Aladdin, dem Disney-Film. Flieg mit mir um die Welt, singe mir dir, Prinzessin. Niemals darfst du's vergessen, denn im Herzen bist du frei. Träume werden nun wahr, sieh nur, was schon passiert ist. Und darüber du fliegst, als wär es wirklich Zauberei. In meiner Welt fängst du ein neues Leben an. Neues Leben an. Sehr schön. Wirklich. Weiß ich nicht, hatte irgendwie was. Also teilweise passt das echt gut, finde ich. Irgendwie ist das schön. Na gut, okay. So, und dann hatte ich noch das Musical ein bisschen verfeinert. Und da einen echten Klassiker natürlich zugrunde gelegt, nämlich Lass den Affen fallen. Ja. Lass den Affen fallen, schwing dich an der Liane und roll dann runter hier. Lass den Affen fallen, nutz bloß nicht das Sprungbrett dort, sondern mach dein Ding. Lass den Affen fallen. Oh ja, mit ihr. Herrlich, oder? Ja, ein echter Klassiker eben. Ja, so also in Musical-Form. Und jetzt hören wir uns noch zusammen das Metal-Lied an, welches ich ja selber noch gar nicht kenne. Mal gucken, was die da so verwurstet haben. Ich bin gespannt. Schreit meid inno, wacht auf, was bedroht die Welt. Schleicht dich Schuppenfeind, was kann bei meiner Seele. Kopf muss, trotzig, aus Schuppen macht suchen. Ich schwör, den Sieg, innerer Satz bezieht. Wow! Oh, das ist schnuffig. Okay, gut, alles klar. Das ist also das Metal-Lied hier in Tomodachi Live. Ist ja irgendwie herrlich. Gut, okay, dann würde ich an der Stelle sagen, dass wir das Ganze erstmal wunderbar flockig abspeichern.
und dann beim nächsten Mal mit ganz, ganz viel Geld wieder in die Welt von Tomodachi Life abtauchen und dann zahlreichen anderen Bewohnern nochmal ihre Wünsche erfüllen. Es gibt ja noch genug Personen, ne, die irgendwie, glaube ich, meiner Hilfe bedürfen. Und vielleicht bekommen wir es auch tatsächlich irgendwann mal hin, dass eine Romanze klappt. Wäre irgendwie ganz nett, glaube ich. Für den Moment soll es das dann aber einfach erstmal wieder gewesen sein. Ich war der Herring Ray. Das war Tomodachi Life. Ich sag einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.